Dear English viewers, today is not an English vlog. Today was ist heute? A German vlog. Oh no. Ein deutscher Vlog. German vlog. So, we're in my apartment here in Munich. Like, I don't sleep here on the roof, but yeah, here's the Alps where I come from. But yeah, today is quite a nice day. And let's continue in German. Also, der Plan für heute. Heute ist Feiertag, Simi ist besuchen kommen und wir können natürlich vloggen heute, ist ganz nice. Da geht's in die Innenstadt. Sieht man das? Ja, da ist irgendwo Frauenkirche und so, sieht man schon die Türme. Wir versuchen heute Fahrräder zu leihen. Wer die China-Vlogs gesehen hat, der wird es wird wissen, wieso und wieso wir das so feiern. Schaut sofort die China-Vlogs an. Ja, genau, schaut auf jeden Fall die China-Vlogs an. Aber sowas und sofort. Englischer Garten oder so ist auf dem Plan, also ja. Wird, glaube ich, ganz cool. Das Wetter ist, glaube ich, schon okay. Also ich bin voll zufrieden mit dem Wetter. Es war bewölkt, aber Hauptsache ja, es regnet. Schön. Unten ist halbwegs angenehm. Ja. Und dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg. Auf geht's. So, also wir haben jetzt schon mal das erste Fahrrad gefunden. Man meldet sich einfach in der App an und dann kriegt man so einen Code. Den tut man jetzt da rein. Also 3, 6, 3, 8, 4, 3. Hey! Also es ist richtig simpel. Man meldet sich einfach kurz bei dieser MVG More App an. Dann kann man sich hier die ganzen Fahrräder anzeigen und reserviert sein Fahrrad. Und geht dann auf Entsperren, dann gibt man diesen Code ein. Und dann geht's los. Aber jetzt zählt meine Zeit auch schon. Ich muss jetzt gleich schon 8 Cent bezahlen. Also 8 Cent pro Minute kostet es. Mhm. Ja. Gut. Das ist auf jeden Fall ein bisschen teurer als in China. In China war das ja echt irgendwie, keine Ahnung, 20 Cent für einen ganzen Tag ungefähr gefühlt. Vielleicht ungefähr so 1 Euro für einen Tag, aber für ein paar Stunden, die wir da benutzt haben, war das echt gar kein Geld. Ich gebe sogar eine Gangschaltung. Also ich bleibe in einem relativ hohen Gang drin. Ich kann gerade noch nicht den Gang unterschalten. Aber ich würde sagen, es liegt irgendwo zwischen Hello Bike und zwischen Ofo Bike. Oh. Aber eher Richtung Hello Bike. Wow. Dann hat es ja jetzt ziemliche Anforderungen. Ja, doch. Schön. Also ich finde es nice bisher. Jetzt schauen wir mal, suchen wir mal ein zweites. Bist du schon drin in der App? Ja, gleich. Sehr gut. Also echt nice. Ich bin bisher positiv überzeugt, vor allem, dass es auch so simpel geht. So, also ich habe jetzt auch mein Bike gefunden. Das wird jetzt wahrscheinlich das sein. Schau mal, ob die Zahlen übereinstimmen. Ja. So, dann drückt man hier einfach auf Reservieren. Sorry, dass mein Handy gerade in Englisch ist. Aber. Sehr gut. Ah, dann kann ich das gleich auch mal demonstrieren. Man zieht hier einfach diesen Kolben raus, der hier gelöst wird. So. Und macht den einfach hier oben rein. Und man kann losfahren. Das war's, so simpel ist es. Ich würde sagen, wir machen es mal auf, oder? Auf zum Englischen Garten, oder? Auf zum Englischen Garten. So, also wir sind hier am Friedensengel in München. Vielleicht ist das ja bekannt. Ja, genau. Und ich war schon ein paar Mal hier, habe den schon ein paar Mal gesehen, aber ich war jetzt nicht hier auf diesem Podest. Und da sieht die Stadt eigentlich ziemlich geil aus. Ziemlich geile, so eine gerade Straße, ne? Ja. Gefällt mir. Wir gucken jetzt weiter. Wir sind so ein paar Minütchen gefahren schon mit dem Fahrrad. Hoffentlich wird es nicht zu teuer, aber wir haben gehört, dass es maximal 12 Euro pro Tag kostet. Von dem her, ja, wir können jetzt nicht so abgezockt werden in den ganzen Tag mit dem Fahren. Also von dem her. Ja, lass uns ein paar Bilder machen vielleicht. Und dann fahren wir diese Gerade entlang und da auf der rechten Seite wird irgendwo der englische Garten sein. So, jetzt sind wir an der Eisbachwelle, altbekannt für die Surfer, die hier sich rumtummeln. Super zum Fotografieren und auch zum Filmen, ist ganz lustig. Wir haben die Jahreszeit, es hat 12 Grad gerade so ungefähr.
zum Zurückgeben, das ist auch total einfach. Man schließt einfach dieses Ding hier wieder an und wenn man das gemacht hat und dann wird hier angezeigt, dass man das wieder zurückgeben kann, dann drückt man auf OK und dann geht es wohl. Wenn man jetzt nochmal drauf drückt, dann steht hier bitte PIN-Code eingeben und dann geht der Zyklus wieder von vorne los. Dann meldet ihr euch wieder an in der App oder quasi sucht ihr euch ein Bike raus und ja, tippt einfach den Code ein. Richtig nice. War eine geile Fahrt. Jetzt checken wir uns ein bisschen zu Fuß München rein. Glück geschafft und da gibt es natürlich mega geile Burger und Wurstlöscher und der Burger ist auf jeden Fall, sieht mega nice aus und ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht bei Hans im Glück. Hier mit Gorgonzola-Soße oder wird bestimmt noch mega nice. Was ist die Gorgonzola-Soße? Ja, irgendwie Gorgonzola-Soße. Geil, voll geil. Ich probier jetzt mal die ganzen Soßen hier durch. Also Itadakimasu, oder? Itadakimasu. Das ist jetzt also die zweite Runde an Fahrrädern. Hier haben wir heute mal eine Station und das ging jetzt auch ziemlich problemfrei. Wir hatten ein bisschen Probleme wegen Internets, aber ansonsten eigentlich kein Problem. Und es läuft genauso gleich, also man muss hier auch einfach den Code eingeben, den man kriegt. Und man kann sich hier sogar die Fahrräder dann aussuchen. Das heißt, wir haben uns jetzt die besten genommen und ich wünsche gute Fahrt. Sind voll gut, die Fahrräder. Kleine Pause an der Isar ist nie schlecht. Haben wir uns gerade ein bisschen ausgeruht. Schauen jetzt auf jeden Fall gleich weiter. Ja, ein bisschen entspannt hier rumfahren mit den Fahrrädern. Die Fahrräder sind echt nice. Die haben heute unseren Tag quasi gemacht. Und ich würde sagen, weiter geht's. So, also wir haben jetzt unsere Fahrradtour beendet. Es war richtig nice. Wir sind jetzt insgesamt schon einiges gefahren. Die Fahrräder haben wir gerade abgegeben. Das war dieses Mal ohne Probleme. Generell das Fazit für die Räder war eigentlich ziemlich nice. Wir haben gut mit denen fahren können. Die fahren sich richtig geil hier in München. Es ist flach und die sind schnell, die kann man sogar schalten. Die haben eine Klingel, perfekt. Und wir hatten bisher zweimal Probleme. Wir mussten heute zweimal beim Service anrufen. Wobei, die haben uns eigentlich ziemlich gut geholfen. Die waren eigentlich super nett und hilfreich und es hat dann auch alles geklappt. Die konnten von da alles irgendwie kontrollieren. Und ja, jetzt gucken wir mal auf die App, was wir heute alles abgefahren sind. Hier kann man ja auf More gehen. Und das wäre jetzt die Karte, die uns zeigt. Trips vielleicht. So, und das Fahrrad läuft jetzt seit 50 Minuten. So, das ist jetzt unsere Abendbeschäftigung. Wir kochen heute was. Mac and Cheese ist, glaube ich, ziemlich nice. Alles, was man halt da hat an einem Feiertag, wo man nichts einkaufen kann hier in Deutschland. Simi schnippelt schon. Recht fleißig und ich glaube, wir kriegen hier auch einiges zusammen. Also es sieht nach einer mächtigen Portion aus. Hast du schon dementsprechend Hunger? Ja, also langsam kommt der Hunger. Definitiv. Ja, das war eine Mega-Zwiebel. Wir sind auch echt lange mit dem Fahrrad jetzt gefahren. Und man sieht, es ist draußen schon stockdunkel. Man sieht gar nichts mehr. Ja, es wird auf jeden Fall noch ein richtig nicer Abend. Wir haben ein bisschen was und trotzdem ein bisschen was eingekauft. Eben, wir haben diesen Edeka gefunden am Hauptbahnhof. Und lass uns weiter schnippeln und wir sehen uns, wenn das Essen fertig ist. So geht unser Tag also zu Ende. Wir waren jetzt noch unten, haben
War ganz lustig jetzt nach unten. Haben ein paar andere Kollegen noch kennengelernt, die hier im Haus sind. Habe ich auch bisher so ein bisschen verpasst. Und generell, man fühlt es jetzt schon, wenn man auf die Uhrzeit guckt. 10 vor 1. Wir müssen echt langsam schlafen gehen, ich arbeite morgen. War auf jeden Fall cool, an so einem langen Tag in München halt mal kennenzulernen. Weil bisher ist es halt ein bisschen zu kurz gekommen. Auch Fahrräder und so kenne ich jetzt deutlich besser und kann ich jetzt auch in die Arbeit benutzen und so. Simis Bett steht schon. Ja, quasi. Das war richtig nice, das Bett gestern. Das war gut. Okay. Das war mega gemütlich. Also ich habe wirklich durchgeschlafen. Das ist sehr gut. Und ich glaube, das wird auch heute wieder sein. Ja, so wie wir am Arsch sind, wird das bestimmt so sein. Ja. Ja, eine Suppe haben wir uns jetzt noch gemacht. Voll entspannt, aber wir gehen ins Bett. Damit sage ich ciao und hoffentlich bis zum nächsten Vlog. In Deutschland wahrscheinlich, ne? Ja. Wahrscheinlich in Deutschland. Bis dann, ciao.